In diesem Video lernst du eine sehr unkonventionelle Manifestationstechnik, mit der du auch ein bisschen aufpassen musst, wenn du die anwendest. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt darauf ein. Kurz vorweg noch, abonniere den Kanal, wenn du mehr zum Thema Manifestieren, Bewusstseinserweiterung wissen möchtest. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Man kennt es ja, Manifestieren. Viele sagen, ja, stelle gewisse Dinge vor, verbinde dich, werde eins damit, sage auch ich immer wieder, ist ja auch richtig so. Verbinde sie mit der Energie der Fülle, bade darin. Und jetzt aber die Frage, bei manchen klappt das nicht. Ja? Vor allem dieses rein positive Denken, was wir auch in The Secret gelernt haben, irgendwie will es nicht funktionieren, oder? Und das hat gewisse Gründe. Natürlich einerseits gibt es gewisse tiefsitzende Blockaden, die gelöst werden dürfen aus der Vergangenheit, ja, wo man reinschauen darf. Bei manchen sind die ganz wenig. Da funktionieren dann Manifestationen ganz schnell, wie ein Fingerschnipp. Bei manchen sind sie doch etwas mehr, wie bei mir zum Beispiel auch. Vor über 5 Jahren, ich war komplett pleite, Privatkonkurs mit 6-stelligen Schulden, Liebeskummer. All das ganze Leben war gegen mich. Also ich war ja mal komplett am Boden vor über 5 Jahren und heute ist Gott sei Dank das Gegenteil der Fall. So, und jetzt dürfen wir uns mit gewissen Dingen anfreunden und zwar mit unserer Dualität. Wir leben in der Dualität und das wird auch wahrscheinlich ein paar Jahre noch so bleiben. Das bedeutet, von dem, was wir möchten, gibt es ein Gegenteil. Mal angenommen, du möchtest wohlhabend sein, dann ist das Gegenteil davon, du bist pleite, du hast kein Geld, okay? Sagen wir, du möchtest gesund sein, das Gegenteil davon ist, krank zu sein, vielleicht sogar zu sterben, okay? Vielleicht möchte man eine liebevolle Partnerschaft, das Gegenteil davon ist, dass man Single ist. Oder vielleicht sogar noch mehr das Gegenteil, man wird betrogen und hintergangen. Man möchte liebevolle Arbeitskollegen, man wird gemobbt, das Gegenteil davon. Man möchte tolle Freunde, man wird auch von denen hintergangen. Okay, es gibt immer Gegenpol, das ist ganz normal, okay? So ist das Leben aufgeteilt. Und wenn du vielleicht jetzt in einer Situation bist, wo es aktuell so ist, ja, dass du eben nicht dort bist, wo du hin möchtest, dann darfst du auch lernen, damit Frieden zu schließen. Weil es nämlich so ist, es gibt diese verschiedenen Realitäten und es gibt ja unendlich viele Realitäten. Jetzt gibt es eine Realität, von der hast du eine Vorstellung. Die ist von der Wertigkeit da oben. Ach, da will ich hin, das möchte ich haben. Die aktuelle Realität, das Gegenteil davon vielleicht meistens, ist hier von der Wertigkeit. Das möchte man gar nicht, ja. Und es ist eine Disharmonie. Und man denkt sich so, ja, aber das ist doch wichtig, oder? Ich muss mich doch weg von dem und hin zu dem. Auf der einen Seite ist es schon richtig. Aber wenn wir energiemäßig zu stark gegen diese Realität arbeiten, gegen die aktuelle, was passiert dann? Dann ziehen wir sie automatisch an. Und das verstehen viele nicht, das habe ich auch lange nicht verstanden. Das bedeutet, wir dürfen eine gewisse emotionale Neutralität, eine liebevolle Gleichwertigkeit erschaffen, allen Realitäten gegenüber, wirklich allen. Also auch dem Gegenteil von dem, was du möchtest. Weil wenn du das schaffst, dann hast du eine Vogelperspektive und du hast dann mehr Frieden in dir und du kannst frei wählen. Das ist zum Beispiel so, wie ich es auch gemacht habe die letzten Jahre. Vor allem erlangst du auch so die wahre Meisterschaft. Und das ist der eine Punkt. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Und das ist jetzt auch diese Methode, diese Technik, die ich dir jetzt vorstelle. Und die ist jetzt wirklich nur etwas für dich, wenn du kein Anfänger bist, wenn du schon ein bisschen stabiler bist, auch ein gutes Bewusstsein hast und nicht kurz vor der nächsten Panikattacke stehst, okay? Und zwar geht es darum, in unserem Unterbewusstsein sind sehr viele Worst-Case-Szenarien gespeichert, die es absolut nicht erleben möchte. Eben, was ich schon aufgezählt habe, mit dem, dass man vielleicht gerade beim Thema Geld, man möchte ja nicht pleite sein. Ich kann dir auch ein Beispiel von mir bringen. Und ich hatte einen Zahnarzttermin und ich war so ein Zahnarztschisser. Ich sage jetzt ganz bewusst, ich war einer. Ich hatte noch nie so einen geilen Zahnarzttermin. Ich wusste schon genau, was da gemacht wird. Und natürlich, was kommt so? Es kommen nochmal die Ängste, oh, es wird wehtun und dieses und jenes. Und dann bin ich da hineingegangen, okay? Ich habe mich verbunden mit dieser Situation, also ich habe mich da richtig hineingespürt, vor dem Termin noch. Und bin richtig reingegangen, okay, mal angenommen, da entsteht jetzt ein Schmerz, was ja sein kann, kann ich ja vielleicht nicht vermeiden, dann fühle ich mich jetzt mal da komplett hinein. Aber nicht in der Opferhaltung, sondern mit einer sehr bewussten Schöpferhaltung. Habe ich mich hineingespürt, genau in den Zahn und so wirklich schon wahrgenommen, wie da dieser Schmerz kommt. Und dann habe ich schon innerlich diese Haltung angenommen, ja, du darfst jetzt da sein. Es ist okay, ich durchfühle dich jetzt, ich durchlebe dich jetzt. Ich fühle den Schmerz, ich leide aber nicht. Okay, da habe ich mich damit voll verbunden, dann auch mit dem anderen Zahn, wo was gemacht werden musste. Und dann plötzlich ist ein unglaublich tiefer Frieden in mir entstanden. Und das Ergebnis,
ich hatte noch nie so einen tollen Zahnarzttermin. Das war so genial, also ich bin jetzt mega begeistert. Und das ist ja nur das eine Beispiel. Beim Thema Geld, mal angenommen, du bist jetzt nicht komplett pleite, aber sagen wir, du möchtest jetzt mehr wohlhabend sein. Das Gegenteil davon ist, nicht wohlhabend zu sein, auf der Straße zu landen, pleite zu sein, Privatkonkurs vielleicht sogar. Und das ist natürlich etwas, das hat unser Unterbewusstsein gespeichert, das möchte es überhaupt nicht. Wenn du aber so Informationen abgespeichert hast, was du überhaupt nicht möchtest, von der Information ist es gut, aber diese Information ist ja auch mit einer Emotion gebunden. Das heißt, diese Information, oh, ich könnte theoretisch, könnte es passieren, dass man pleite ist, auf die Straße muss, alles Mögliche. Die Information allein, die wäre ja nicht so schlimm. Aber sie ist gebunden mit einer Angst. Oh mein Gott, wenn das wirklich passieren würde, was geschieht da mit mir? Und hier auch. Du kannst in die Stille gehen und das kannst du für dich alleine machen. Und hier wirklich macht das nur, wenn du eine gewisse Stabilität in dir hast. Eisbaden solltest du zum Beispiel auch nicht alleine machen. Das solltest du auch angeleitet bekommen. Okay, ich mache das auch sehr gerne alleine, aber das kann auch schief gehen. Deshalb bist du wichtig, dass du es eben nicht alleine machst in der Richtung. Außer du bist, wie gesagt, sehr stabil in dir. So, wenn du dann in dieser Stille bist, also du gehst in eine Meditation, dann gehst du direkt in diese Situation hinein. Okay, mal angenommen, das tritt jetzt alles ein. Man ist pleite, man ist vielleicht sogar krank. Man wird betrogen von der Partnerin, voll hintergangen, vielleicht sogar mit dem besten Freund. Also die schlimmsten Szenarien, die man sich eigentlich vorstellen kann als menschliches Bewusstsein. Und dann spürt man da hinein und da darf auch dann der Schmerz kommen. Da dürfen dann auch die Emotionen kommen. Da dürfen auch die Tränen und die Wut und die Enttäuschung, die darf alles hochkommen. Aber wenn du bewusst damit umgehen kannst, ja, deshalb ist so wichtig, du gehst mit beiden Bewusstseins hinein. Wenn Bewusstseins die Mehrzahl ist von Bewusstsein, dann gehst du einmal mit dem menschlichen Bewusstsein hinein und einmal mit deinem höheren Bewusstsein, mit deinem Beobachter. Einmal das menschliche Bewusstsein ganz wichtig, damit du es aktiv durchleben kannst, ja, damit du nicht einfach nur wegschaust, sondern du durchlebst es auch wirklich aktiv, diese Situation. Und einmal mit deinem Beobachterbewusstsein, wo du ein bisschen mehr Fokus drauf haben solltest, als auf das Menschliche. Und da beobachtest es, damit du eben nicht ins Leid verfällst. Weil wenn du ins Leid verfällst, bedeutet es, du bist zu 100% im menschlichen Bewusstsein gefangen und du bist nicht in der Beobachterhaltung, also mit 0% eigentlich. Und das kann man eigentlich immer so sagen, wenn du zwar einen Schmerz spürst, aber nicht leidest, dann bist du zumindest mit mehr als 50% in der Beobachterhaltung mit deinem Fokus. Und halt mit ein paar Prozent in deinem menschlichen Fokus, in deinem menschlichen Bewusstsein. Und diese Kombination ist ganz wichtig, weil so kannst du dich selbst erleben und durchleben und dich auch wahrnehmen. Eigentlich wie in einem Computerspiel. Ne? Da spielt man ja auch einen Charakter, spielt distanziert. Da bin ich ja auch mit 95% vom Fokus bei mir und mit ein paar Prozent halt im Spiel. Oder vielleicht ist der Unterschied ein bisschen anders, aber. Und in diesem Spiel, das wir hier spielen auf der Welt, ist es meistens so, wir sind zu 99% im Bewusstsein des Menschen und zu 1% oder gar kein Prozent in der Beobachterhaltung. Und wenn du da dann hineingehst in diese Situation, und das kannst du ja machen, eine halbe Stunde, eine Stunde, also da würde ich mir wirklich Zeit nehmen, weil wenn diese Emotionen da sind, dann gehen die wahrscheinlich auch nicht sofort weg. Wenn du gut bist, dann kann es sein, dass die innerhalb weniger Minuten oder eine Viertelstunde, dass das durchlebt wurde, dann gibst du diesen Gefühlen, diesen Emotionen, alles, was da hochkommt, an diesen negativen Sachen, gibst du den vollen Raum, du gibst ihnen die volle Akzeptanz, dass sie hier sein dürfen. Und was meine ich damit, den ganzen Raum geben? Du durchfühlst sie, du durchlebst sie, du zelebrierst sie und du gehst bejahend auf sie zu, auf Augenhöhe. Also du erhebst dich. Weil meistens ist es so, wenn wir so Gefühle durchleben, sind wir wie auf Knien und diese Emotionen sind unser Sklaventreiber. Ja, ich mache dich jetzt mal fertig und wir so, nein, bitte hör auf damit. Also die innere Haltung ist meistens so, ja, dass du dich auf Augenhöhe erhebst mit dem Ganzen, sagst, okay, du bist jetzt mein Trainer, du bist mein Lehrer und ich lasse mich jetzt von dir trainieren. Und du wirst sehen, wenn du das so machst und im Urvertrauen noch bist, ja, diese Ängste, alles zulässt, was da ist, du gibst in den vollen Raum und das ist das Schöne, wenn du das voll und ganz durchzelebrieren kannst. Schau dir mal ein Baby an, wenn das weint voller Inbrunst. Ja, so, da gibt es keinen Verstand, der sich irgendwie wehrt. Das ist einfach nur, das lässt alles raus. Wow. Oder wenn es lacht, dann lacht es einfach nur. Und das ist auch ganz gut, eine ganz gute Übung für uns selbst, dass wir uns diesen Raum geben und uns selbst erleben und uns auch das erlauben, uns zu durchleben.
Und dann, wenn du das schaffst, weil meistens bei vielen Menschen kommt eben immer noch diese Stimme, das war ja bei mir früher nicht anders, es kommen Emotionen und sofort kommt eine andere Stimme, oh, ich will das nicht spüren, das ist so schmerzhaft, ich will keine Schmerzen spüren. Aber darum geht es ja gar nicht im Leben, wenn man es mal verstanden hat. Es gibt die Dualität und wir dürfen lernen, auf beiden Wellen zu reiten, nach oben und auch nach unten, dass wir beide, dass wir den kompletten Prozess wirklich zelebrieren und durchleben und auch irgendwie feiern. Und das ist so etwas, du durchfeierst sozusagen, du durchlebst diesen Moment, du spürst doch diese Schmerzen dabei und das ist in Ordnung, aber du stirbst nicht und du leidest aber auch nicht. Und dann kann es sein, nach ein paar Minuten, Viertelstunde oder vielleicht auch länger, auf einmal verschwindet das alles, weil du in der Akzeptanz bist, du wehrst dich nicht mehr und auf einmal entsteht ein tiefer innerer Frieden. Und was hast du gemacht? Du hast mit diesem Worst-Case-Szenario Frieden geschlossen. Das bedeutet, falls es wirklich eintreten sollte, ist es nicht mehr so tragisch. Und darum geht es aber gar nicht. Jetzt kommt der eigentliche Nutzen davon. Dadurch, dass du dieses Worst-Case-Szenario so in Frieden angenommen hast, bist du plötzlich auf einer liebevollen Gleichwertigkeit. Du kannst wirklich aus einer Beobachterhaltung sagen, okay, es gibt die zwei Realitäten. Die, dass ich wohlhabend bin, dass ich eine liebevolle Partnerschaft habe, und einmal das Gegenteil. Ich bin pleite, ja, Privatkonkurs, man wird betrogen. Und beides sind Realitäten, in denen wir menschliche Erfahrungen machen. Weil wenn du in deinem Bewusst, wirklich in deinem reinen Bewusstsein bist, dann siehst du es einfach als das, was es ist. Es ist eine menschliche Erfahrung, egal ob wohlhabend oder pleite. Es ist einfach nur ohne Bewertung eine menschliche Erfahrung. Und dann kannst du frei wählen, okay. Ich wähle jetzt diese Realität, für die entscheide ich mich jetzt. Und dann kannst du dich viel besser damit verbinden und du gehst auch viel stressfreier mit dem Ganzen um. Und dann ziehst du automatisch viel mehr von diesen Dingen an. Schau, ich mache es bei mir nicht anders, meine Kunden auch. Die Ergebnisse sind ja auch unglaublich, was da passiert bei meinen Kunden. Und die letzten Jahre bei mir war es nicht anders. Ich habe so viel falsch gemacht, ja, mit diesem zwanghaften Positivdenken. Das war die ersten Jahre, wo ich mit dieser Thematik zusammenkam, habe ich nur das probiert, es hat nicht funktioniert. Also man darf schon lernen, diese universellen Gesetze, diese Dualität zu meistern und zu verstehen. Und das ist auch die wahre Meisterschaft. Du bist in der absoluten Freiheit dann auf einmal. Du fühlst dich frei, du kannst wirklich frei wählen. Egal welches Ziel du verfolgst, du machst es frei von Zwang, weil viele unserer Vorstellungen, unserer Wünsche sind ja ein sehr starkes, kommen aus einem sehr starken Mangel heraus. Wo wir ein Loch füllen wollen. Und wenn wir diese Ziele erreichen, ist es in sehr vielen Fällen so, dass wir dann dieses Loch nicht gefüllt haben. Ich will nicht sagen, dass das bei jedem Ziel so ist, ja? Weil wenn du mal in der absoluten Fülle badest, dann freust du dich über jedes Geschenk, egal ob groß oder klein, du bist einfach nur dankbar. Aber wenn du aus dem Mangel heraus irgendwas manifestieren möchtest und es kommt tatsächlich etwas, erfüllt es dich nur kurzfristig und das ist eigentlich auch nicht die wahre Erfüllung. Deshalb ist das Ziel immer, zuerst im Innen komplett alles auf neutral zu bringen und dann dich ein bisschen überraschen zu lassen. Und natürlich dann schon, du hast eine klare Intention, weil du wählst ja dann frei. Ich wähle und ich entscheide mich jetzt dafür. Aber nicht, ich will es unbedingt. Weil wenn wir etwas unbedingt wollen, was passiert dann? Wir schaffen den Seinszustand, ich will es und ich habe es aber noch nicht. Und dann manifestieren wir noch mehr davon. Das war's zu dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass es mich wissen. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und hey, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe.